Jo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Hackett Lite und mit unserer kleinen Quarry hier. Und ja, klein. Ja, das sind nur, also ich habe es jetzt mal nachgerechnet, wenn ich habe mal grob gerundet. Es sind mindestens 260.000 Blöcke, was die Quarry dann irgendwann mal abgebaut hat. Und dafür kann man schon einigen Scheiß machen, glaube ich. Oh doch, ich glaube, unsere Energie geht gerade leer. Oh, die ist nur noch grün, gell? Gelb. Gelb. Gelb? Gelbe Scheiße. Und er macht auch voll langsam rot. Rot. Und jetzt ist das Gerüst fertig. Ich gehe mal gucken. It's time to query. Nein, jetzt beginnt die Query, du gehst jetzt nicht gucken. Doch, ich muss gucken, warum Energieknappheit ist. Nö. Geht's aber richtig los, Alter. Energie ist voll, also da passiert nix. So, Query buddelt. Aber ich hab, glaube ich, was kaputt gemacht. Glaubt, er wird am Ende immer langsam. Dass ich, glaube ich, irgendwas kaputt gemacht hab. Irgendwie ruckelt die Query so ein bisschen. Ich glaube, weil ich jetzt gerade wieder hier rüber gejumpt bin. Ah, jetzt ist er schnell. Sven, wir sollten jetzt langsam mal dann den Verarbeitungsding beginnen. Was ist denn Verarbeitungsding? Ah ja, dass das Zeug verarbeitet wird, was das hier abbaut. Die ganzen Die Ohrs meinst du? Ganze Scheißdreck, genau. Ja, das muss ich mit Exportbuses machen. Die Frage ist nur, kommen die Dinger jetzt drüben an? Warum sind hier Maulbricks? Warum nicht? Oh. Weil ich zwei Stück davon übrig hatte. Also hier guckt man nichts raus. Schwein. Oh no! Es schießt unser ganzen Keller voll! Echt? Ja! Ist doch cool! Halte die Query an! Wow! Oh shit! Da hab ich was kaputt gemacht. Du machst einfach immer alles kaputt. Ja, ich wollte hier einen Tunnel graben, deswegen. Du bist damit jetzt ein bisschen schneller, Futu. Ja, ich hab schon gemerkt, du kannst hier ordentlich was wegholzen damit. Das ist besser als jede Schaufel, wo ich gemacht habe. Alter, wie schnell das geht! Ups. Ups. Ups, ist nie gut, Futur. Nein, das ist so. So, warte, jetzt. Da noch mal ein bisschen Arbeit. Jetzt wird's interessant. Jetzt packen wir das hier wieder drauf. Dann brauchen wir eine Chest. Du brauchst Wooden Pipes, auf jeden Fall. Wooden Transport Pipes brauchst du auf jeden Fall. Nein, brauche ich nicht. Das Zeug kam ja hier gerade alles raus. Ja, eben. Weil einer ja Beweis dafür, dass ich es nicht brauche. Sicher. Aber wie schnell diese Demontur leer geht, ist so krass. Ja, gut, die hacken auch was weg, also. So, ich dachte schon, wer sackt denn hier schon wieder die ganze Energie da unten weg? Das bin ich immer. Nö, mehr. Ich habe wieder mal in den Ding angeschmissen. Hast du angeschmissen? Ach so. Meta-Produktion. Das Ding, was alles leer sackt. Ja, das hebt der Weichen. Ein bisschen Licht ins Dunkeln hier und da, bevor ein Creeper spawnt. So, und jetzt brauchen wir ein ME-Interface, glaube ich. Was, ein ME-Interface? Ja. Wie machst du... Was ist denn das? Das Problem war, das ins System reinzukriegen. Das war noch der Fehler. Es ging nicht ins System rein. Wir müssen es aber aus dem System auch wieder rauskriegen, gell? Nee, brauchen wir nicht. Rauskriegen ist immer einfach. Ah ja, es muss hier hinten ankommen. Hier hinten, hier muss es ankommen. Warum brauche ich. Warum? Warum habe ich das jetzt eigentlich gebaut? Damit wir den Saft hier hinten haben, um den Trash da reinzumachen. Nein, ich brauche einen Import-Bus. Yes, was man alles bauen kann, so viel habe ich noch nie gebaut davon. ME Import-Bus. Ich hoffe, der ist jetzt schnell genug. Nee, nicht so. Ah, oh, geiler Scheiß. Habe ich im System noch einen Crescent-Hammer? Müsste ich eigentlich. Was macht Markus eigentlich? Guck mal, was man Markus macht. Ja, Abholz. Scheiße, ich hab. Quartz Wrench. Ich hab mein Ding vergessen. Okay, pack mal was in die Kiste, Futur. Irgendwas ganz Wichtiges. die Quarry sackt das Ding gleich voll, ja. Na, jetzt holst du wieder raus aus dem System und jetzt testen wir das Ganze mal wieder mit der Quarry. Nö, lass es drin. Dann ist die Kiste überfüllt oder nicht? Ich kann hier doch außen farmen. Okay, die Energie geht wieder rüber zur Quarry. Guckst du mal, ob die Quarry anläuft? Jo, ich komme. Ups.
So. Ich finde das Spiel einfach richtig geil mit den Transport Pipes. Ja, aber die schießt. Aber solange die Query läuft, ja, aber die schießt. Stopp, aus, die schießt hier alles raus. Warum schießt die da alles raus? Weil die hier alles rausschießt. Stopp! Ja, vorne hat es doch auch rüber, ja, ich hab schon ausgemacht. Die schießt immer noch. Ah, ich weiß warum, ich hab vergessen. Den Ding als einzustellen. Die Frequenz. Ja, weil ich es verstellt hatte. Aber warte, ich gebe wieder Energie. Energie kommt. Schießt sie immer noch raus. Welche Dings ist es? Welche Frequenz? 112. Wie viele Outputs sagt das Ding hat? Number of Outputs? 0. Warum 0? Wie viele soll es haben? Ein, weil ich hier einen stehen habe. Also soll es nicht raus. Ups, minus. Frequenz 112 und Number of Output 0. Wie kann ich das ändern? Send only. Public, privat. Jetzt. So, ist es jetzt auf 1? Ja, jetzt ist es auf 1. Oh ja, jetzt kommt das Zeug an. Nice. Ja. So, ich gebe dir mal wieder Energie. Ja, und unser System importiert alles, was kommt, auch instant weg. Das klappt. Echt? Ja. Aber egal, aber bisher. Oh, Spider. Tatsache. Cooler Scheiß. Das hat doch was mal. So nenne ich das effizient arbeiten. Ja, wir tun nichts und lassen uns unsere Rohstoffe zukommen. Ich bin nur gespannt, wie lange das Ding hebt, bis es voll ist. Ja, noch ist ja keine einzige Festplatte annähernd auf voll. Ja, zur Not. Da kommt erst einmal Orange und dann kommt noch Rot. Und falls baue ich einfach neue Festplatten. Ich kann den Speicher unendlich erweitern. Ja, zur Not machen wir einfach mehr Strom. Mehr Strom? Mehr Strom. Strom ist immer gut. Ja, aber wenn wir keinen Speicherplatz mehr haben, bringt uns Strom nichts. Ich brauche mehr Speicherkarten. Ja, wir brauchen aber auch mehr Strom. Ja, so 3 Ticks, dann 3 EU pro Tick wird dann so ungefähr. Das merken wir nicht mal. Im Vergleich zu dem, was die Query sagt, merken wir das dann nicht mehr. Alter. Wo fühlt man das? Ja, aber es geht schon ordentlich was durch. Ja, wollte es gerade sagen. Ja, also hier hast du den Recycler. Solange uns nicht irgendwann die Kiste hier überläuft. Sven, vor dir liegt ein Recycler. Warum liegt jetzt vor mir ein Recycler? Weil du den brauchst. So, jetzt müssen wir die Kabel noch ein Stück hoch. Kann man die noch ein Stück an die Decke hochlegen? So, jetzt müssen wir das Zeug, ja, was du irgendwie sortiert, hier reinbringen, dass nur Dirt und Steine hier drin kommen. So, warte, das hier war die 111. Warum machst du jetzt die Core wieder aus? Nein, ich möchte es so hinbauen, wo es mich nicht so stört. Achso. Baust du noch unten drunter? Schon dabei. Aber ich wollte wohin, wo es nicht stört. Ja, unten drunter ist doch gut. So, jetzt. Ja, das war jetzt ein bisschen hart unten drunter, weil jetzt muss ich nämlich hier unten drin bauen. Geht nicht. Ich hätte es unten drunter gemacht, so. So, jetzt. Ja, dafür muss ich ja jetzt. Fast doch. Und ab. Oh. Ja, die Quarries arbeitet wieder, so, jetzt machen wir das Loch wieder zu. War ein schöner Energieschub. So. Unser System wird voll gechisst. Aber es kommt mit dem Exportieren genau nach, mit der Geschwindigkeit, wie die Items ankommen. Also jetzt müssen wir das halt noch alles vorab. Schau mal in die Kiste, oben links im Eck. Ploppt die ganze Zeit das Item auf, was die Quarry gerade holt. Oben links? Ja, die Stone gerade eben. Also. Die ist ja, wie die ankommen und direkt wieder weggesackt werden. Ja, die Hälfte haben wir von der ersten Festplatte. Ja, das geht jetzt dann schon ratzfatz. Vor allem, wie viel Dirt da auf einmal aus diesem Ding rausgefallen hat. Übel. Sag mal, da kann man jetzt richtig viel geilen Scheiß machen. Ja, mein einziges Bedenken ist nur, dass unsere Kiste irgendwann voll gehen könnte. Nö. Dann uns einfach alles den Keller voll schießt. Denke ich jetzt, glaube ich, nicht so. Naja, wir haben jetzt gerade schon 12 Cobblestone in der Kiste. Ja, das müssen wir halt im Auge behalten, bis die voll ist. Sollten wir ab und zu einmal durchgucken. Dann hätten wir mal 2 Kisten. Ja, oder ich baue einfach noch einen Import, da brauche ich nicht so viel. Alter, wir haben gerade mal die oberste Bergkuppe angekratzt. Wir sind noch nicht mal wirklich weit gekommen.
dass wir noch nicht mal weit gekommen sind. Warum auch? Übel. Achso, jetzt haben wir. So, jetzt ziehen wir mit doppelter Geschwindigkeit aus der Kiste raus. Jetzt dürft sie nicht mehr vorlaufen. Nee, sie geht ganz langsam leer. Ja, alles, so kann man es machen. Ja, bei 8500, das passt. Aber zuerst möchte ich eigentlich die Ohrverarbeitung machen. Die ist wichtiger wie das da unten. Ja, das kannst du jetzt machen. Wir kriegen ja genug Material jetzt ran. Ich baue noch ein paar Thermalgeneratoren. Ja, genau. Schau mal, wie viel wir noch anschließen können. 3. Hast du es getestet, oder was? Ich probiere es gerade aus. Hey, wo probierst du es aus? In unserer unserem Ding. Ich schließe einfach 3 neue an und dann teste es, wird schon heben. Das Rohr ist voll, von dem her. Thermalgeneratoren, was brauche ich? Oh. Den Maschinenblock. Ne, Generator brauche ich. Da brauche ich einen Maschinenblock. Ne, Iron Furnace. Dafür brauche ich Eisenbahn. Eisen. Zack. Wie viel brauchen wir? Ich habe jetzt gleich mal ein paar Interfaces auf Vorrat gecraftet, weil die Dinger fucken ab. Interfaces? Wir haben schon fast 1000 Kabelstirn. Nein! Ja, haben wir schon 2200. Oh, fuck, ich hab Mist gebaut. Wo ist er? Wo ist er? Ich hab ganz große AA gemacht. Was hat er gemacht? Ich hab 27 Iron Furnace gebaut. Boah, bist du behindert? Ups, ich leg sie mal wieder ins System. Er ist echt so ein Idiot. Das ist ein Scheiß, da komm ich nicht mit klar. Dass das Ding, wenn du es dort reingelegt hast, dass es dann ewig viel weiter baut. So viel wie geht halt, wenn du ihm Shift sagst, dann sagst du ja so viel wie geht. Ja eben, das habe ich nicht bedacht. Ups. Jetzt haben wir halt 27 Iron Furnace. Naja, wir haben ja dafür viel Dirt. Was bringt uns Dirt, wenn Iron Furnace? Wir finden Iron, habe ich. Ja, ich habe auch noch hier über den Stack da. So, jetzt brauchen wir noch Batterien. Haben wir Batterien? Empty Cells? 2, 3? Nein, Empty Cells ist es nicht. Haben wir Batterien? Re-Batterie, einer. Pistons, okay. Ey, wir haben kein Redstone, ne? Hat irgendjemand Redstone? Nö. Nope. In die Mine. Batterien. Ab in die Mine, ja, ich brauche auch Redstone, also gehe ich mit in die Mine, Redstone Farm. Du musst ja nicht gehen, Lappen. Warte mal, da gab's doch, im Nether gab's doch an dem einen. Ich will mal kurz die Lavaquelle noch angucken. Ich hab noch ein bisschen Redstone gefunden, ihr Bitches. Wie viel hast du? Aber warum ist hier ein Skelett? Ich hab ein Stack. Na, ein bisschen. Da ist noch Redstone. Ups. Das muss ich Pistons craften. Hoppala. Gut, das hört sich nicht gut an. Ich hab dir nur Hoppala gesagt. Nein, das Atmen davor. Ja, das hat angefangen zu zischen wie C4. Warum haben wir kein Iron mehr? Hat das irgendjemand komplett so reinforced gemacht? Nein, ich hab da 27 Iron Furnace mit draus gemacht. Du bist behindert! Hast du gerade eben gesagt, dass ich 27 Iron Furnace gemacht hab? Aber er hat unser ganzes Eisen verbraucht. Ich hab noch ein bisschen. Ab in die Mine, Sven! Nö, das muss Futuron wieder reinfarmen. Die Quarry macht das schon irgendwann. Ja. Irgendwann, ja. Ja, hier ja, hast du noch Eisen. Das schon holen. So. Das ja, okay, reicht. Ich brauche keine 40 Pistons. So, jetzt haben wir die Blöcke. Hier brauche ich 5. 1, 2, 3, 4. Ja, 5 sollten reichen. Der macht da draus nichts. Wo macht er draus nichts? Wie kriege ich aus dem Nether Extractor? Nein. Ah, denn da bestimmt. Compressor. Auch nicht. Wo muss ich das reinhauen? Was willst du haben? Redstone. Aus Redstone Blöcken. Aus was? Aus Redstone Blöcken. Was für Redstone Blöcken? Die hier im Garten stehen. So? Gut.
Alter. Jetzt hab ich Redstone. Gib mir noch den Rest Redstone, ich brauch mehr. Bisschen was kriegst du noch. Brauch 12 Stück. Ja gut, das langt. Ich muss ja Batterien machen. Ich mach mal so viel Batterien, wie es geht. Weil Batterien kann man ja immer gebrauchen. Vor allem hättest du es im Messerator tun können, glaube ich. Tin. Brauch Tin. Tin. Wir hätten sogar noch Marble. Messerator geht nicht. Ne, ich hab's ausprobiert, geht nicht. Tin, hier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Scheiße. Ich mach das immer so kompliziert, das geht doch viel einfacher. So, jetzt brauche ich noch Copper. Copperkabel. Wer haben wir davon? Gut. Eine. Ja, ist das Copperkabel da. Ich hab dir das übrigens rein und ich will es behalten. Wollt ihr nur was geben, damit du craften kannst, weil ich brauch das. Ja, aber ich kann jetzt nichts. Warum kann ich jetzt das Ding nicht rausziehen? Ich brauch nicht, warum TNT. Du das Ding nicht rausziehen kannst. So, jetzt. Warum brauchst du jetzt schon wieder TNT? Was lang dauert, Alter. TNT ist super. So. Ich habe mal 3 Batterien gemacht. Cobra kannst du wieder nehmen, brauche ich nicht mehr. Jetzt brauche ich das hier. So. So. Tut doch mal TNT. Kann gerade nicht. Ich muss hier. Egal. Ah, nee, da brauche ich. Nicht den Generator, ich brauche mein Iron Furnace. Oder? Furnace? Ofen. Eisenofen. Nein, Ofen. Wo ist der? Mann. Nein. Hast du die raus? Was? Die 27 Iron Furnaces? Die sind nicht mehr im System. Doch. Nein. Ah, doch, das sind also Junge, mach deine Augen auf. Das sind sie doch. Was krieg ich noch? Da ist ein Generator, noch einer. Was fehlt mir jetzt? Batterie. So, ich hab hier zu viel gemacht. So. So, was brauche ich jetzt noch für mein Thermal? Thermal. Hier. Jetzt habe ich Generatoren. Noch mehr Batterien brauche ich. Super. Haben wir noch Kupferkabel? Ja. Wir brauchen eindeutig mehr Redstone. Ja, ich gehe dann gleich farmen. Wenn die nächste Folge dann anfängt, in ein paar Minütchen. Das habe ich, jetzt brauche ich noch Tin. Da mein Redstone-Rest für dich. Danke. Tin. Jetzt brauche ich 6 Batterien, also wie Kupferkabel habe ich manchmal. Exportpass. Ja, ich muss jetzt dann auch so bald Autocrafting machen für Batterien und Copperkabel und den ganzen Scheiß, damit wir den nicht immer per Hand machen müssen. Ja, ich kann jetzt nur 2 Thermalgeneratoren bauen. Weil der regt mich eh auf. Iron. Ja, ich könnte alles haben. Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich alles. 2. Ja, ich habe nicht alles. Das brauche ich noch ein bisschen. Das brauche ich dann noch. Ah, die ME-Interfaces. Hör zu kotzen! Ey, der Junge, der hat schon wieder irgendwelche Probleme. Er hat Langeweile, hat nichts zu arbeiten, schaff was. 1, 2, 3. Warum geht das nicht so, wie ich das hab? Generator. So, ich baue jetzt erstmal 3 Exports. Junge! Fuck you! Empty Cell. Hab ich doch. Wir finden einen. Ich kann keine Thermalgeneratoren bauen. Wir finden. Genau. Moment, irgendwas stimmt da nicht. Empty Cell? Ach so, Empty Cell, keine Batterien. Ach so. Empty Cell. Oh, ich habe Eisen gefunden. Bei uns im Keller. So. Haus mal durch hier. Durch unsere schöne Anlage. So, jetzt haben wir 2 neue Thermalgeneratoren. Oh, Markus, kannst du endlich aufhören, hier alles mit Dirt voll zu göbbeln? Okay. So, Ich hab gerade auch so den Cobblestone ins System gepackt. Junge, wir haben einfach schon über 3000 Dirt und fast 2000 Cobblestone im System. Ist doch gut. Jetzt haben wir noch mehr Energie. Das ist doch gut so. Zack. Das ist ein Bug. Was ist denn das? Das ist nur ein Generator. Alter, unsere Dinger laufen nicht mal Vollleistung. Die Query schafft es nicht mal, die leer zu saugen. So, jetzt brauche ich Energiekabel. Junge, unsere Thermaldinger produzieren mehr wie die Query. Ja, gleich nicht mehr. Ich habe auch noch ein Kabelfutur. Da. So, jetzt haben wir genug. Oh, er hat das Ding angeschlossen. Er hat es angeschlossen. Wir werden abgesagt. Es wird so abgesagt. Junge, wir haben keine Energie mehr. Das reicht. Die müssen jetzt mal anlaufen, die 2 Generatoren da hinten. Ich habe, glaube ich, eher Angst, dass wir keine Lava mehr haben im Endeffekt.
Ja, aber das Thema tun wir in der nächsten Folge besprechen, ob die Lava reicht oder nicht reicht. Und bis dahin würde ich sagen, tschö und bis zum nächsten Mal. Tschö. So.